Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Monster Hunter World Iceborne. Mit etwas Glück muss ich nur noch einmal den Kirin farmen, um meine Donnerwaffe auch upgraden zu können. Und das würde bedeuten, dass wir danach wieder auf Stufe 4 unserem ganz normalen Questfortschritt frönen. Aber im Moment muss es noch einmal der Kirin sein. Ich werde auch an meinen Dekorationen nichts ändern. Ich denke, es ist einfach ganz cool, dass ich mir die Donnerpest nicht einfangen kann. Von daher hoffen wir mal, dass hier alles gut wird. Ach, ich wollte auch nochmal gegrillt haben in der Zwischenzeit. Habe ich auch noch nicht gemacht. Naja. So. So. So, mein lieber Kirin. Ich hoffe, du bist bereit für die nächste Abreibung, die ich dir verpassen werde. Es wird natürlich niemals umgekehrt sein, dass er mir eine Abreibung verpasst oder so. Zumindest nicht seit meiner ersten Niederlage. Okay, er startet direkt hier oben. Ach, ich wollte doch auch meinem Palico hier mal einen anderen Skill verpasst haben. So. Das müsste eigentlich Flugschaden Nummer 1 gewesen sein. Ich werde versuchen, weiter den Flugschaden zu fokussieren, damit genau das passiert und er jetzt hoffentlich gleich zum ersten Mal auf dem Boden liegt. Ich meine, irgendwo hier oben liegt noch ein Stein rum. Das heißt, mit etwas Glück, wenn er nicht direkt rot wird, könnte ich ihn danach auch nochmal vor die Wand schicken. So, Kirin, das tut mir furchtbar leid, dass ich dir jetzt mitten ins Gesicht schlagen muss. Und zwar mitten ins Gesicht. Jo, das hat auch direkt zum Anlass genommen, rot zu werden. Ich kann es ihm nicht verübeln. Lag hier oben nicht noch irgendwo ein Haufen Steine rum? Vertue ich mich da? Naja, solange er rot ist und ich meinen Fliegemantel anhabe, werde ich noch weiterhin versuchen, ihm Luftangriff zuzufügen. Vielleicht kann ich ihn ja nochmal bemounten quasi, während er hier rot rumzürnt. Können wir uns einmal drehen? Geht das? Na, nicht so richtig gut. Schade. Autsch. Ach komm, in der Luft. Tut das Not? So, das war auf jeden Fall wieder Luftschaden. Das nicht. Wow, das war knapp gewesen. Und ich bin schon wieder drauf. Sehr schön. Hat er eine geile Sturmfrisur, ne? Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Weil ich glaube, wenn sie wütend ist, geht sie nur so nach oben, oder? In der normalen Status geht sie gar nicht so nach oben, meine ich. Kann das sein? Komm, jetzt bitte hier mal nicht immer nur einfach umkippen. Wie wäre es mal mit meinem Angriff, wenn ich da drauf sitze? Und nochmal mitten ins Gesicht? Ja, es sieht so aus. Ich bin mir sicher, das besänftigt ihn nicht. So, ne, nochmal werde ich es nicht schaffen. Ich kann höchstens schon mal probieren, noch ein, zwei Mal zu treffen. Hoppla. Oh nein, ich roll mitten rein. Um schon mal wieder ein bisschen Luftschaden fürs nächste Mountain hinzuzufügen. Boah, ist das ätzend. Wenn man nicht weiß, wenn man nicht sieht, wohin man rollt, ne, und dann einfach mal mitten in so einen Blitz reinrollt. Es kann echt nicht wahr sein. Eigentlich sollte man nicht dahin rollen, wo man nicht sieht. Aber gut, die Alternative wäre, auf ihn zuzurollen. Das ist auch nicht gerade die coolste Option. Mhm.
gucken. So, ich lasse ihn mal wieder reiten. Er kennt ja die viel cooleren Wege als ich. Muss ich noch irgendwas machen? Meinen Mantel gleich aufsetzen. Hier mal wieder richtig scrollen. Vor allen Dingen sieht man noch, während man in den Bildschirm reinrollt, oh oh, da kommt der blaue Schatten und bam, ist man hinüber. Gut. Und da sind wir auch fast da. Oh, es hat ihn hingelegt. Da muss ich ihn ja schon ordentlich im Gesicht getroffen haben. Oh, ob das jetzt nochmal im Gesicht getroffen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er ganz schön außer Atem. Und er ist gelb. Nein, nicht mehr. Scheiße. Ja, toll. Jetzt muss ich erstmal wieder abwarten, bis er nicht mehr gelb ist. Bis er nicht mehr rot ist. Jawohl, wenigstens das ist durch. Dann kann ich ihn auch in der roten Phase ein bisschen behaken von der Seite. Oh nein, hätte ich mir das Aufladen geschenkt, wäre ich wahrscheinlich durchgekommen mit dem dritten Schlag. Ärgerlich. Ich traue mich hier immer nicht so lange nah dran zu bleiben, genau weil sowas dann gerne passiert oder mal die Explosion direkt um ihn rum. So, ohne aufzuladen, probiere ich es jetzt mal. Naja, immerhin, ich werde jetzt noch voll getroffen werden, aber immerhin hat es ihn auch voll getroffen. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt. Oha. Oh. Oha. Diese roten Phasen, die sind einfach so ultra gefährlich. Wie so ein kleiner Tanz. Upsa. Oh, er ist nicht mehr verwundet. Boah. Komm, reite noch ein paar Mal hin und her. So, jetzt wäre es Zeit für eine Heilung. Wow, das ging hier noch einmal quer durch. Habt ihr das gesehen? Das ist wie Schachbrettmusterartig. War das letzte Mal auch schon so gewesen? Das ist mir nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Oh Gott, ey. Ich müsste mir gleich mal Getränke brauen. Aber da er jetzt gerade gelb ist... Oh Gott, nee, jetzt... Muss ich mir definitiv Getränke brauen. Schade, dass ich ihn gerade nicht rufen kann. Wahrscheinlich habe ich ihn einmal zu oft gerufen mittlerweile. Ich könnte ihn hier auch wieder fliegenderweise ein bisschen angehen. Aber eigentlich würde ich ihn lieber mal hier vor irgendeine Wand schicken. Nein! Oh, Gott sei Dank. Wie ich auch immer es geschafft habe, mich da in der Luft genau zwischen den Bahnen zu halten.
So, und jetzt bitte einmal vor die Wand, danke. Ach, warum muss ein Kopf so weit weg liegen? Und wieder rot, wie habe ich es vermisst? Klar, ich schaffe es eine halbe Stunde in diesem Galopp drauf zu bleiben. Und trotzdem schafft er es noch, mich abzuwerfen. Dankeschön. Okay, das fand er jetzt gerade, glaube ich, auch nicht so geil. Ah, schade. Er will woanders hin. Ich habe gerade noch dran gedacht, eigentlich müsstest du das hier mal nutzen. Die Gelegenheit, um weiteren Luftschaden aufzubauen. Aber irgendwie hat das jetzt nicht mehr hingehauen. Nee, falsch. Da ich schon so viel Zeugs hier verbraucht habe, habe ich mir gerade überlegt, da ich wahrscheinlich eh da runter muss, nehme ich doch den kurzen Weg und den leichten Umweg über mein Lager, um nochmal ein bisschen Tränke nachzufüllen. Gott sei Dank gibt es diese Option in Iceborne, obwohl ich sie ja innerlich ein bisschen kacke finde. Aber ich nutze sie wirklich intensiv in letzter Zeit. Ich kann es nicht verneinen. Hundert Schnurzent Gesundheit. Wo ist er? Da. So, ich bräuchte auch mal ein paar Steine und sowas, jetzt wo er gelb ist. Ah ne, er ist gar nicht gelb, ne? Er ist rot. Ich habe ihn ja quasi vorhin erst vor die Wand gejagt. Nichtsdestotrotz nehme ich mal ein paar Steine mit. Oh, schade, schade, schade. Na gut, so war es eigentlich nicht gedacht, aber ich glaube, da liegen schon wieder Steine rum. Ne, Schleuderfackeln sogar. Da nehme ich die auf jeden Fall erstmal mit. So, gut, gut. Schade, schade. Oh, wenigstens bin ich runtergefallen. Oh, ich bin gestunt, oder? Ne, ich bin gebritzelt. Ey, wie kann das passieren? Ich dachte, ich bin britzelimmun. Pestimmun. Ich dachte, ich bin pestimmun. Ah ne, das ist auch nicht Pest. Das Pest ist, wenn es an mir ist und ich dann getroffen werde, dass ich gestunt bin. Das ist noch ein anderer Effekt. Wow. Eventuell schon, dass das hier auf einer kleinen Plattform ziemlich russisches Roulette ist. Hoppla. Aber er ist wieder gelb. Boah, da ist schon wieder ein Querbalken. Und ich bin schon wieder verbritzelt, richtig? Genau, gong du ihn einmal. Vielleicht hält ihn das ein bisschen ab, bis ich hier wieder wohl auf bin. Nein, ey. Nein, ey. Kann nicht wahr sein. Oh. Ich habe schon wieder 6 Getränke versoffen, ey, das gibt's gar nicht. Die rote Phase lief eigentlich ganz gut hier auf der beengten Plattform, aber in der gelben Phase, wo ich ihn eigentlich vor die Wand schicken wollte, da lief gar nichts. Das war ein bisschen Panne gewesen. Thank you.
Ach, bleib doch mal da stehen, wo du bist. Ernsthaft. Und er ist wieder rot. War klar, dass er es noch da schafft, mich runterzubomben. Ich will doch nur deine Rüstung verletzen. Ist das machbar? Ja oder nein? Nein, ist es nicht. Ich bin gestunt. Aber diesmal aus normalen Stücken und nicht, weil mich irgendwie zu viel Britzel oder sonst was erwischt hat. Da kann ich echt noch froh sein, dass ich mit dem Leben davon gekommen bin, aber ich pfeife mir hier gerade echt wieder einen Trank nach dem anderen rein. So, kriegen wir es jetzt eventuell mal durch? Jawohl. Wow. Was ist denn da alles runtergekommen? Ach komm, bleib doch mal stehen, echt. Ah, das hat mich erwischt. Ernsthaft? Warum? Oh. Wie kann es sein, dass ich hier jede einzelne Explosion abkriege und erstmal nach jeder Explosion hier was saufen darf? Und ich stehe schon wieder genau drunter. Das ist doch echt Betrug, dass die immer genau unter einem erscheinen. Und er legt jetzt mal gerade wieder einen gelben Status an den Tag. Das finde ich persönlich ja sehr nett von ihm. Runter hier, aber sofort. Klar. Er legt einen gelben Status an den Tag, schafft es aber genau, sich so zu positionieren, dass er in seinem eigenen Blitz drin steht und ich meine Situation nicht nutzen kann. Schon wieder 10 Tränke durch gleich. Es ist so unfucking unfassbar. So, jetzt aber vor diese Wand, bitte. Naja. Aber ich würde sagen, das mit dem Schaden auf seinem Horn, das läuft zumindest jetzt einigermaßen. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir es wieder kaputt kriegen. Puh, aber der Rest so? Vor allen Dingen der Trankverbrauch, ey, ist unbelievable, wirklich. Schon wieder leer. 5 Stück noch, kann gleich schon wieder in die Basis gehen. So, wenigstens sind wir hier in einem Gebiet, wo ich ihn wieder ein bisschen anspringen kann, wenn er jetzt gerade wütend ist. Hier gibt es doch immer wieder ein paar schöne Kanten. Ach, ich kann ja sogar fliegen. Oh, das war nicht so günstig gewesen, auch wenn ich ihn eventuell sogar getroffen habe. Ich bin mir nicht so sicher. Oh, was für ein geiler Flug.
Ach komm, ey, dass der nicht getroffen hat, das kotzt mich schon wieder an. Wo kam das denn jetzt noch her? Zweites Mal in Ohnmacht gefallen. Okay, der Kampf wird noch echt knapp, ey. Scheiße, wenn man in solchen Situationen gestunt wird, ist es echt zum Kotzen und auch müßig. Dieser Kirin, ey. Mit seinem ganzen Britzelschaden. So, endlich mal wieder Getränke nachgeholt. Aber ich frage mich auch, ey, wie kann man in so viel Schaden drinstehen? Wenn man ihn regelmäßiger farmen will, wäre hier ein spezialisiertes Set mit Donnerwiderstand und allem drum und dran wahrscheinlich doch die bessere Wahl. Aber ich habe ja die stille Hoffnung, dass es eventuell nach diesem Kampf, wenn er denn erfolgreich wird, auch irgendwie vorbei ist mit Kirin erstmal. Das ist glaube ich auch die einzige Waffe, die ich nicht weiter upgraden kann, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Oh Gott, ich habe ganz vergessen, mir das hier zu gönnen. Das sollte ich schleunigst tun. Eigentlich, er ist wieder gelb, ne? Dann komm doch mal hier rauf. Und davor bitte. Na klar, hoppelt er weg aus dem dritten Schlag. Hey, ich wollte überhaupt nicht darauf, so ein Dreck. Aber er ist immer noch gelb, ne? Ich könnte ihn nochmal vor so eine Wand schicken. Wenn er nochmal hier hinkommt. Nein, jetzt wird er gerade rot. So. Oh, wie glücklich war das denn gewesen? Habt ihr das gesehen? Genau durch meine Ausholbewegung bin ich aus diesem Blitz rausgekommen und nachdem der Blitz vorüber war, bin ich wieder rein. Also das war auch mal selten glücklich gewesen. Ach, ey. Kann ich mal hier aus dieser Ecke raus? Okay, er hat sein erstes rotes Teil verloren. Das nehme ich auch mal mit. Da liegt auch noch ein Teil zum Aufsammeln von ihm. Da ist er. Toll, eigentlich sollte das mehr an sein Horn gehen. Wow. Oh Gott, ey. Und er lässt noch einen raus. War ja so klar, ey. Boah, Gott sei Dank. Hui. Wo lag eigentlich hier noch dieses weiße Teil, was ich aufsammeln wollte? Lag das nicht hier irgendwo? Ist es schon weg? Oder habe ich es aufgesammelt? Er will auf jeden Fall weg. Bin mal gespannt,
auf zwei Dinge. Ob ich den Kampf überhaupt noch schaffe oder ob es nochmal schafft, mich auszunocken. Und ob ich sein Horn nochmal bekomme. Oh, ich bin drauf. Damit habe ich jetzt wieder null gerechnet, weil das schon wieder so aussah, als wenn ich vor ihm landen würde. Also gerade eben mit meiner Spitze scheine ich ihn dann doch noch erreicht zu haben. Ich habe es noch nicht einmal geschafft, diesen Angriff auszulösen, warum auch immer. Oh Gott, ey, das kann nicht wahr sein. Warum schaffe ich es nicht, den dritten Treffer zu landen, ja? Und einmal hier vor das Ding und vor. Deng. Boah, da ist das Horn. Und er hat keinen Bock mehr. Das freut mich. Dann mal nichts wie hinterher. Ich denke mal, er will sich schlafen legen. Ich bin mit ihm schneller als er selbst. Ja komm, geh mal ein bisschen näher ran. Vielleicht kann ich ihn nochmal anspringen. Junge, gib mal Knallgas. Nein. Er will es anscheinend noch wissen. So, das war eigentlich schon mal ganz gut. Dass ich ihn jetzt auch in der roten Phase wieder gescheit Schaden machen kann. Oh nein, wäre er noch ein bisschen weiter geritten. Hätte ich ihn gehabt an der Stelle. Aber das war nicht drin. Naja, immerhin auch noch mal ein bisschen Schaden. Wie er humpelt. Komm, renn doch mal ein bisschen ran, dann kann ich noch mal springen. Obwohl ich gerade erst auf ihm geritten bin quasi, ne? Dürfte wahrscheinlich gar nicht so viel bringen. So, vielleicht... Ah ne, den einen Sprung würde ich gerne noch machen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht reite ich dann mal lieber selber oder kletter dann lieber selber und finde ihn oben vielleicht schlafend vor. Das wäre nicht so schlecht. Jo, er schläft. Sehr schön. Wo ist denn vorne hier? So, ich probiere es mal so hinzukriegen, dass es vielleicht mit dem dritten Schlag in sein Gesicht geht. Nein! Das war es nicht. Das war es erst recht nicht gewesen. Aber das war okay. Und er liegt auch. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Dass ich zweimal gestorben bin, hat mir ja schon ein bisschen Sorge gemacht. Und jetzt bitte droppt das Zeugs, was ich brauche. Ich habe eigentlich wenig Lust, diesen Kampf nochmal zu machen. Ich glaube, ich brauche nur nochmal dieses Azurne Horn plus...
Oh, da ist es, glaube ich. Ich glaube, das ist das, was ich brauchte. Danke, danke, danke. Das würde bedeuten... Oh, es kommt sogar relativ häufig daraus. Obwohl, das ist es wirklich das, was ich brauchte? Es war eigentlich ein Material, was nur so mittelhäufig daraus kommen sollte. Warten wir mal lieber ab, bevor ich in Jubelschreie ausbreche. Scheiße, kann ich ja noch sammeln. Bis wir den Schmied besucht haben, auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie ich Kirin echt zum ersten Mal begegnet bin und dachte, oh, das ist aber ein süßes kleines Pferdchen. Und dann hat er mir so den Arsch aufgerissen. Und nochmal ein Plushorn. Dann gehen wir mal beim Schnied vorbei. Infizierte Drachenälteste ist im Korallenhochland. Achso, ich müsste auch mal Schnurtrupp-Safari und Werkdingens da machen. Vielleicht mache ich das gleich auch noch eben. So, Ausrüstung verbessern. Haben wir es jetzt endlich? Ja, es sieht gut aus. Ich habe sogar jetzt doppelt so viel Hörner, wie ich bräuchte und alles andere auch. Okay, dann muss ich sagen, das farmintensivste Schwert war bisher tatsächlich das Valhazak-Schwert gewesen. Ja, rüste ruhig mal aus, aber ich glaube, wenn ich es richtig sehe, hat sich hier an der Optik gar nichts getan, ne? Das erinnert mich daran. Naja, ich drehe ihn auch völlig durch. Kürzlich habe ich eine Jägerin mit einem Immunitätsmantel gesehen, dachte mir, stopf da was rein. Und Jäger, genau das werde ich tun. Kümmere du dich um die Quest auf dem Weg ins Jenseits, damit wir loslegen können. Wann immer du Zeit dafür hast, Jäger, ich werde mich erkenntlich zeigen. Auch noch ein Valhazak, schade, die Quest hätten wir schon machen können, während ich meine Waffe gefarmt habe, aber egal. Cool. Alle drei Waffen fertig. Das heißt, wir können beim nächsten Mal wieder zu den Master Rank 4 Quests endlich zurückkehren. Sehen wir mal. Weil die habe ich ja unter der Prämisse pausiert, dass ich mal endlich meine anderen beiden Waffen upgraden möchte. Damit ich es mir nicht unnötig schwer mache, weil die halt ewig kein Upgrade erfahren haben in Iceborne. Aber jetzt habe ich sie alle auf Stufe auf dem höchsten Tier. Die Blitzwaffe zumindest. Und für die anderen beiden Waffen gibt es noch jeweils ein Tier. Einmal ist es, glaube ich, der Vulkaner. Der gehärtete Vulkaner oder so vermutet. Und einmal noch ein gehärteter Valhazak oder so. Der dafür sorgt, dass man die Sachen noch weiter upgraden kann. Ich habe gerade überlegt, ob es daran liegt, dass es Drachenältestenwaffen sind, dass man die eine Stufe weiter upgraden kann. Aber ist ja Quatsch. Die Kirin-Waffe ist ja auch eine Drachenältestenwaffe. Naja, schon seltsam. Manche Waffen kann man ein Tier weitermachen als andere. Und die man ein Tier weitermachen kann, die konnte man auch regelmäßig upgraden. Im Gegensatz zu denen, die man nicht aufs letzte Tier hochriefen kann. Naja, man muss nicht alles verstehen. Aber jetzt fühle ich mich zumindest gut genug ausgerüstet, um Master Rank 4 und 5 auf jeden Fall zu bestreiten. 6 größtenteils auch, denke ich. Ich werde mir, wie gesagt, wenn ich irgendwann wieder in Master Rank 5 angekommen bin, irgendwie auch eine neue Rüstung schmieden, denke ich. Aber ich denke mal, Master Rank 4 werde ich auf jeden Fall mit dem Equipment beenden, was ich jetzt gerade habe. Erzeuge mehr Dampf als sonst, ja. Dampfdruck baut sich auf. Eigentlich ist der Dampf schon voll, ne? Achso, doch, man sieht es allerdings, kommt die Anzeige gerade, die war nur verdeckt gewesen. Gut. Das System hat wieder normale Werte. Übertreiben wir es besser nicht. Na, Gott sei Dank. Ich finde es immer noch ein selten dämliches Spiel, aber darüber werde ich mich nicht mehr auslassen. So, jetzt sind wir auch Gott sei Dank gleich durch.
machen noch unsere übliche Runde hier. Gibt es hier eigentlich neue Forschung abzugeben für den Kirin? Wahrscheinlich, oder? Ne, noch nicht mal. Schnurtrupp-Safari. Mal eben das Zeugs abholen. Es gab kein... Toll, es gab kein einziges Horn. Kelbinhorn. Kelbihorn. Naja, so. Da ist ein Kelbi dabei. Da oben sind zwei Kelbi. Dann nehmen wir doch die Route. Judy, dann würde ich sagen, wie gesagt, nächste Mal geht's weiter mit Master Rank Stufe 4. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.